Ricky. Walk easy. Look, look. We have to talk. I got nothing to say to you. Calm down, okay? Listen. Big Smiley's coming after anyone who's a threat. I work for Sonny Woe. We're Lee's biggest backers, and unlike you, I'm loyal to my friends. Sonny told me about you and Vivian. What? Ricky, I didn't do anything. I swear it. But Sonny recorded a video of us together to blackmail me, and now the police have it. They're threatening to release it if I don't testify against Sonny. What do you think Lee will do to her when he hears? You said no? Of all the people Sonny told me to be with, Wei is the only one who said no. The only one. Even you. You didn't say no. Listen, Ricky. You have to choose. If you back Sonny, Lee will probably ask you to kill her yourself. Or you can get her out of here, keep her safe, and Sonny stays in jail. Okay, but what about Big Smile Lee? You let me worry about Lee. Listen up. You better keep a low profile for a while. Yeah. All right. See you. Alle müssen low profile. Zeitungsausschnitt von San Francisco Metropolitan. Zeitungsausschnitt. Von Milo Filipot. Exklusiv für den San Francisco Metropolitan. Undercover-Agenten des SFPD waren möglicherweise für die jüngsten Gangunruhen mit 6 Toten und mehr als 20 Verletzten mitverantwortlich. Charles Two-Head Chin, der letzte Woche am Ende der McCready Road erschossen aufgefunden wurde, war das bisher letzte Opfer einer zweimonatigen Serie von Gewaltverbrechen im Großraum San Francisco. Von Anfang an hatte die Polizei verschiedene Gangs mit den Taten in Verbindung gebracht und diese auf einen Machtkampf rivalisierender Triaden zurückgeführt, also asiatischer Geheimgesellschaften, die aus China kommend das organisierte Verbrechen in Hongkong und weiten Teilen Asiens kontrollieren. Da Triaden für ihre Brutalität bekannt sind, enden Territorial- oder Machtkämpfe eigentlich immer blutig. In diesem Fall scheint es sich bei einigen der Hauptverdächtigen allerdings um verdeckte Ermittler der Polizei zu handeln. Zwei unabhängige Quellen haben dem Metropolitan bestätigt, dass einige der Opfer, unter ihnen auch Two-Head Chin, möglicherweise auch von Officern des SFPD ermordet wurden, die in eine oder mehrere Triaden eingeschleust wurden. Der Sprecher des SFPD, Michael Flattery, hat die Vorwürfe mittlerweile entschieden zurückgewiesen. Gerüchte und Vermutungen, so Flattery, hätten nichts mit seriösem Journalismus zu tun. Tatsächlich könnte die Gewalt sogar noch zunehmen, wenn Gangmitglieder plötzlich Jagd auf mögliche Spitzel machen. Flattery äußerte sich jedoch weder zum Einsatz verdeckter Ermittler noch zu laufenden internen Ermittlungen. Allerdings wurden bis dato keine Verdächtigen bekannt gegeben oder festgenommen. Was machen die Leute hier die ganze Zeit? Kommt er jetzt bitte mit einem Auto? Ist halt auch so doof. Er kommt immer nur mit diesem Motorrad. There you go, don't break it too much. Ich schmeiß ihn vom Motorrad runter und er sagt, there you go. Okay, wait. Das ist viel zu weit. Ich habe gerade keine Lust, so weit zu fahren. Danke sehr. Ah, warte, ich brauche noch dein Auto. Doppelt danke sehr.
Rich Sport. So, ich brauche ein Auto. Tschüss, danke. 100.000 wieder, wenn ich es nicht Schrott fahre. Naja, so sportlich ist das Ding jetzt auch nicht. Ups, da sind schon 1000 weniger. Aber trotzdem, mit 100.000 kann man leben. Ich würde wirklich interessieren, wie viele Jobs sie schon für ihn erledigt haben. Ich suche einen Hassa, gut möglich, dass wir ihn am Krankenhaus finden. Kann man das irgendwo nachschauen? Wahrscheinlich das. Dann wären es noch 10 Stück. Das Krankenhaus ist am Arsch der Welt. Danke und danke. Hallo. Schönes Auto. Darf ich mal? Danke sehr. No! Ernsthaft. Auf dem Weg aufs, zum Gelände einfach 4000 Abzug. High price class, low price price. Oh, all the sides, aha. What's up, Tram? Looking for anything in particular? I need a sports car. Let me ask the customer the specifics. I'll text them. Okay, dann zeig mal her. Wagan GSX. Ich habe einen nicht weit vom Nachtmarkt gesehen. Sorry, falsche Taste. Okay, da können wir ruhig hinfahren, das ist nicht so weit. Und übrigens, wo fällt uns jetzt noch was? North Point.
North Point North Star. Okay. Ja. Mal schauen, ob ich diesen einen einzigen Tresor irgendwie noch finden werde. Ist natürlich sehr schwierig bei, ich glaube, 40 Tresoren auf, bei North Point. Einen einzigen zu finden, da wird fast unmöglich. Da müsste ich wirklich jede Stelle absuchen. Und wenn ich das mache, dann wohl eher offline. Sehe halt auch nie was auf der Karte. Was ein Tresor sein könnte. Da. Ey, du fällst nicht davon. Schönes Auto. Nissan Skyline. Wieso brennt hier alles? Ernsthaft. 206.000. Missionen sind halt echt eigentlich nur um Geld zu verdienen da. Sorry. Tut mir wirklich leid. Und ich gebe das Geld dann gleich wieder aus. Für neue Autos, Motorräder und anderes Stuff. Ja, ich möchte noch einen anderen. Lackiert die jetzt mal nicht um. Sonst geht's noch viel länger. Hey, Buddy, come take a look. Ah, you crash this one? Come see me again. I get you another one less than 24 hours. Chan, what do you need? Luxury cars are hot. My spotters have 10. I'll text the details. Besorgt mir eine Limousine, Kennedy Town Werft Gelände. Das ist ziemlich weit. Ich würde sagen. Ja, ich würde sagen, das war's für heute. Ich schaue, ob ich jetzt hier noch in North Point diesen einen einzigen Tresor finden werde oder nicht. Falls ja, schneide ich das hier hinten dran. Und wenn nicht, dann verabschiede ich mich jetzt schon mal. Vielen Dank fürs Zuschauen von Sleeping Dogs. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wir sind ziemlich auf der Zielgeraden. Zumindest beim Hauptspiel. Es gibt ja noch 2-3 DLCs, die ich machen kann. Und auch werde. Und ja, vielen Dank und haut rein. Bis dahin. Tschüss. So, ich habe gesagt, wenn ich den letzten Save noch finde, dann schneide ich das hinten dran. Und so ist es auch. Ich habe mir dazu halt ein YouTube-Video angeschaut und bin wirklich, glaube ich, jetzt 29 Plätze abgefahren. Und jetzt hier endlich, finally, ganz hinten. Und ich weiß noch, hier hatten wir mal eine Mission. Und ich habe gesagt, den Tresor müssen wir holen.
Aber konnte ich da nicht wegen der Mission. Und jetzt endlich ist es soweit. Der allerletzte Tresor. Das allerletzte Sammelobjekt. 40 von 40. North Point Plünderer. Ne J-Chigler Jogginghose. Und dann schauen wir wirklich ganz kurz noch auf die Statistik. Pickups. Aberdeen 100%, Central 100%, Kennedy Town 100%, North Point 100%. Alle Schreine haben wir, Überwachungskameras und Tresore. Und wie gesagt, Jobs sind es noch 8 Stück. Wahrscheinlich die von 10. Die Autos einsammeln. Und Mission haben wir noch 3 Stück vor uns. Und dann war es das wirklich hier mit Sleeping Dogs. 90% Fortschritt, 24 Stunden gespielt. Ja, Triaden-Upgrades, das wird noch ein bisschen schwieriger. Aber nochmals, vielen Dank fürs Zuschauen und ich verabschiede mich hiermit für diese Folge von Sleeping Dogs, wie schon mal gesagt. Mit dieser schönen Aussicht. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Love is love. Adios.